Es ist einfach nicht wahr. Es ist nicht wahr. Das ist jetzt das dritte Mal hintereinander, dass ich meinen Brick gezogen habe. Ich hab ihn ja nur einmal. Was ist das? Oh, ich könnte kotzen bei sowas. Endphase. Okay, also das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Salamence Great Deck. Ich sehe schon. Heidewitzka. Pot of Prosperity. Jo, nehme ich. Vor allem in Kombination mit Called By. Dann zünden wir das doch mal, und zwar für 6 Karten. Dann nehme ich doch einfach mal unseren tollen Gaga-Gigugu-Gugu-Gigu, dann dich, dann nehme ich auch noch Meet Starboy und das und das und das. Das passt schon. Ich brauche sowieso eigentlich überwiegend nur die Xyz-Monster, das ist schon vollkommen okay. Ne Ash. Ja, dachte ich mir. Aber dafür habe ich doch meinen Called By. Du kannst mich mal. Oh, weg damit, mein Lieber, weg damit. Ich bin ein Combo-Deck, ich brauch das. Dann zeig mal, was ich da so kriege. Oh, unseren Dream Shark, sehr schön. Zweimal die Qualle, ein Extravagance, unseren Wal. Oh, das ist jetzt gerade sehr, sehr faszinierend, um ehrlich zu sein. Ich glaube, ich würde jetzt tatsächlich den Wal nehmen. Wir nehmen mal den Wal, meine lieben Freunde. Wir nehmen mal den Wal. Den finde ich gerade sehr schnieke. Dann aktivieren wir doch hier unser heimlicher Angriff zu Wasser 2. Dann kommt unsere Qualle. Wir aktivieren einmal den Effekt unserer Qualle. Wir dumpen einmal einen Legendary Ocean und specialen von unserer Hand unseren wunderbaren Wal. Dann haben wir noch einmal unseren Abyss Shark, den wir specialen können, da wir lediglich Wassermonster kontrollieren. Und wir gönnen uns einfach mal einen Dream Shark. Da wir ebenfalls nur Wassermonster kontrollieren, gibt er auf. Ach Mann. Aber gut, das war jetzt kein großes Ding. Ja, für Going Second ist das tatsächlich eine sehr, sehr schöne Hand. Dark Ruler No More gegen, ist jetzt nicht so das Allergeilste. Die haben ja immerhin viele wunderbare Traps und allen möglichen, die mir noch Probleme machen. Naja, muss ich leider mit klarkommen. Also ich habe mir jetzt auch noch keine wirklichen Gedanken gemacht, wie man gegen dieses Deck hier richtig antritt. Also an welchen Punkten jetzt irgendwie so eine Art Chokepoint ist und was weiß ich nicht alles. Auch jetzt in diesem Fall. Dreimal im Exi, Alter. Jetzt auch in diesem Fall. Ich weiß jetzt nicht, was genau hier gerade alles Sache ist, was er machen kann. Aber ich sag mal so. Gut, kannst du von mir aus machen. Ich habe nicht wirklich großartig irgendwelche Graveyard-Effekte. Ich habe einen Dark Ruler. Den werde ich sowas von verwenden. Da kannst du deinen verdammten Arsch drauf wetten. Jetzt aber nicht die Verbindung verlieren, Kollege. Bitte, nicht die Verbindung verlieren. Ich habe gerade so eine schöne Hand. Nein! Nein! Oh! Mann! Ich hätte einen Dark Ruler gezündet und dann hätte ich Pot of Prosperity gemacht. Ich hätte eigentlich nur zu meinem wunderbaren Festungswahl kommen müssen. Unter Umständen. Und schon wäre alles tutti. Also, ach Mann. Ein tapferer Neos. Hä? Das war's? Oh Mann. Warum? Wenn der da jetzt nicht irgendeine Art von, keine Ahnung, Divine Neos, nee, nicht Divine Neos, wie heißt der noch? Oh, ich habe jetzt gerade wirklich, Honest Neos, genau. Wenn er den jetzt nicht irgendwie über Hand hat oder sowas, dann sehe ich ja gerade wirklich ganz, ganz schwarz für den netten Herrn. Maxi, boah, da würde ich auch mal sagen, nee, finde ich jetzt nicht so geil. kann man durchaus mal nicht durchgehen lassen. Hat er sich wohl so gedacht, wa? Okay, starten wir einfach mal mit heimlicher Angriff zu Wasser 2 und einer Qualle, damit wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen safe sind. Dann kommt Reasoning. Wahrscheinlich nimmt er jetzt sowieso Stufe 4. Das wäre jetzt, glaube ich, das Sinnigste überhaupt. Aber das ist an sich auch nicht so ein großes Problem. Na, du, gerne. Negiere ich halt. Genau aus dem Grund habe ich es ja gemacht. Und dann möchte ich auch noch die ATK erhöhen. Na komm, jetzt wähl die richtige Stufe. Und zwar 4, damit ich wahrscheinlich irgendwas auf dem Gräf dumpen kann. Level. Was? Das kann nicht sein Ernst sein! Sorry, aber.
Ich raff das nicht. Warum? Warum tut man sowas? Ich komme darauf gerade nicht klar. Naja, dann der Dream Shark, der wird auch mal eben kurz gespecialt, da wir ja nur Wassermonster kontrollieren und dann geht's in eine XE sammeln und ihr wisst schon, wen ich nehme, oder? Wobei, ich könnte auch dich nehmen. Nein, wir nehmen unseren wunderbaren Nash Ridder. Dann aktivieren wir den Effekt von unserem Nash Ridder. Wir werden diese beiden hier auf den Griff packen und dann hängen wir dran einfach, ach komm, nehmen wir mal Giant Hand und dann snacken wir uns unseren wunderbaren Neos hier. Dann können wir sogar jetzt noch sagen, gehen wir in einen vollgepanzerten Kristall-0-Lanzenträger. Auch noch eine wunderschöne Karte. Bekommt ATK für jedes Material, also sind wir jetzt bei 3700. Ich kann auch Material abhängen und dann werden die Effekte von allen Monstern, die man Gegner kontrolliert, bis zum Ende des Spielzugs annulliert. Ist jetzt nicht das Wichtigste überhaupt, aber naja, ne? Dann könnte ich jetzt auch noch gucken, dass ich nochmal unseren Abyss Shark einmal droppe. Wunderbar. Dann gehe ich mal in... Könnte auch einfach in einen Mistar Boy gehen. Aber ich glaube, wir gehen einfach mal in eine Coral Anemone. Und dann werden wir mit Coral Anemone nochmal wieder etwas reviven. Und zwar... unsere Qualle. Angriffsmodus bitte. Und jetzt sollte ich eigentlich mehr als genug haben. Außer natürlich jetzt kommt irgendwie so ein Honest Neos um die Ecke oder sowas. Nein, tut's nicht. Wunderbar. Damit haben wir gewonnen. Nein, haben wir nicht. 100 Lebenspunkte. Ich glaub's ja wohl nicht. Meine Rechnung geht nicht auf. Meine Rechnung geht nicht auf. Was ein Kack. Ah, naja, egal. Der wird das vermutlich nicht unbedingt packen, oder? Ja, dachte ich mir. Numeron! Oh! Das wird doch jetzt bestimmt ein Abramax Pass, oder? Ich denke mal nicht, dass es eine Appaloosa oder sowas sein sollte. Nein? Sonja? Okay. Das kommt mir bekannt vor. So habe ich Numeron eine Zeit lang gespielt. Wenn er da jetzt... Oh Gott, nein, was ist das denn? Wenn er da jetzt zufälligerweise so etwas liegen hat wie Unchained, ist das nicht sehr geil. Verdammt. Okay, erstmal starten wir doch mal mit einem Fischsonar. Okay, dann wird es eben sein, unsere Qualle. Okay. Unfair. Ich krieg jetzt gleich 3000 Damage. 5000 Damage. Je nachdem, was er hier noch liegen hat und was er damit noch anstellen kann, wird es noch ein bisschen kritisch. Aber wir können es eventuell hinkriegen. Naja, Special ruhig. Special ruhig. Damage, okay. 2000 kommen noch hinterher durch seinen direkten Angriff. Das hier könnte vielleicht ein Planetenerkunder sein oder sowas. Ein Planetenerkunder. Gott, ich find's gut, wie ich das einfach alles lesen kann. Okay, es sind nochmal 3000 Damage hinterher. Das ist böse. Bin ich noch bei 2000. Aber ich glaube, das sollte klappen. Okay. Also kein Compulse. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Reasoning. Ha, okay. Dann würde ich sagen, starten wir doch einfach erstmal mit Reasoning, oder? Was wählst du? Wahrscheinlich 4, weil das ist wirklich das Logischste überhaupt. Aber ich bin mir nicht sicher, ob bei den Leuten die Logik auch wirklich ankommt. Oder eine Ash. Was? Warum Level 12? Der hat doch gesehen, was ich spiele. Manchmal komme ich auf die Leute hier echt nicht klar. Naja, dann haben wir unsere wunderbare Qualle. Dann Effekt. Wir dumpen Legendary Ocean. Und specialen unseren tollen Wal.
Dann aktivieren wir heimlicher Angriff zu Wasser. Und aktivieren ein Legendary Ocean. Fantastisch. Dann würde ich sagen, gehen wir in eine Coral Anemone mit unserem Kristallhai und unserer Qualle. Dann werden wir Coral Anemone aktivieren und unsere Qualle wieder einmal beleben. Das war ein komisches Deutsch. Wieder einmal beleben. Wiederbeleben. Einfach wiederbeleben. Ich meine, ich aktiviere auf jeden Fall erstmal den Effekt von unserem tollen Wal, denn auf diese Weise kann ich zumindest, ich würde sagen, den Planetenerkunder einmal überrennen. Und zwar mit unserer Qualle. Wunderbar. Und dann greife ich einfach direkt an, denn ich möchte ja ihm keine Möglichkeit geben, überhaupt irgendeine Art von freies Feld zu haben. Denn der Planetenerkunder, der hätte ja auch die Möglichkeit gehabt, sich zu tributen und dann einmal ganz kurz sich nochmal Numenor Network zu holen. Auf diese Weise kann ich das alles verhindern. Und er hat weiterhin ein Monster auf dem Board. Klar, es ist jetzt, naja, doof, dass es ein Monster ist, was meine Qualle erledigen kann. Aber die kann ich auch protecten. Also das ist nicht wirklich so ein großes Ding. Eine verdeckte Karte. Aha. Können wir auch vorstellen, dass er einfach nur crashen möchte. Wenn er crashen möchte, akzeptiere ich das und negiere ihm einfach sein Numeron Network. Er möchte crashen? Oh Junge, oh Junge, oh Junge. Das wird lustig. Ja, das dachte ich mir. Dump mal ganz kurz kostentechnisch dein Numeron Call und dann würde ich sagen, mache ich einfach mal elektrische Qualle. Negate. Außer du hast irgendwas dagegen. Aber ich glaube nicht, nein. Ich meine, er könnte immer noch gerettet werden, wenn er in der Hand einen weiteren Numeron Call hat. Denn auf diese Weise kann er trotzdem den Effekt nutzen. Du willst mich doch verarschen! Du heutiger Hund! Die Frage ist, was macht er jetzt? Er muss ja gucken, dass er meinen wunderbaren Wal irgendwie los wird. Und das werde ich ihm jetzt so ein kleines bisschen ruinieren, indem ich ganz, ganz simpel meinen Wal mit heimlicher Angriff zu Wasser banische. Das ist auf jeden Fall schon mal klar. Ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt die wunderbare Underworld-Goddess am Stissel hat und das eventuell versuchen wollte. Ich meine, ich hätte ja trotzdem noch unsere Yorishiro gehabt, ne? Also so ist es ja nicht. Aber was auch immer der jetzt vorhat, der weiß ganz genau, dass ich hier eigentlich im Vorteil bin. Der will einfach alles banischen. Okay, das akzeptiere ich auch. Im Gegensatz zu dir bekomme ich mein Monster wieder. Auch wenn das hier ein Compote sein könnte. Kollege, wenn das ein Compote ist, du hast trotzdem verkackt, mein Lieber. Du hast trotzdem verkackt. Ach, ist das schön, ist das schön. Zeigen wir ihm einfach mal, wie sehr er verkackt hat, oder? Qualle dahin. Effekt Qualle. Legendary Ocean of Grave. Special Yorishiro. Effekt Yorishiro. Target Crystal Shark. Special Crystal Shark. Und da würde ich sagen, gehen wir einfach mal rein, oder? Ah, gehen wir mit Yorishiro direkt rein. 900. Dann haben wir einmal unsere Qualle. 1600. Und das dürfte Game sein, oder? Ja. Ah, ich muss sagen, bei seinem Deck, da fehlt, glaube ich, noch eine ganze Menge, damit das gut funktioniert. Das ist jetzt sein Board. Wir haben ein Metal... Es wird besser. Wir haben ein Metal Foes Monster am Start. Wir haben hier ein Metal Foes Konter. Die Fischer und ein verdecktes Monster. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das wird nicht so ein riesiges Problem. Wir aktivieren einfach mal unser Umi. Dann kommt Reasoning. Wir specialen also einen Dream Shark. Okay, fantastisch. Gucken wir mal, ob wir das nochmal hinkriegen. Wird er wieder 4 wählen oder wird er jetzt 5 wählen? Er geht wieder auf 4, okay. Ah! Schade. Naja, wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen was am Start, was wir nutzen können. Wir haben nämlich hier einen legendären Ozean. Dann haben wir hier auch einen Kaioshin.
aktivieren diesen wunderbaren Effekt von Kaioshin und gönnen uns... Na komm, wir gönnen uns einfach mal diesen wunderbaren Zorn. Den finde ich ganz schön. Dann specialen wir einfach mal unseren wunderbaren Dream Shark von der Hand. Oh ja. Und dann geht's in eine Xyz-Summon. Dann nehmen wir einfach mal Silent Honor Arc. Und, gehen wir einfach mal in die Battle Phase und gucken mal, was da so drunter ist, oder? Eccentric! Aha, ja. Okay, damit kann er also searchen. Das ist vollkommen okay. Das soll er gerne machen. Dann Main Phase 2 und wir setten hier nochmal eine wunderbare Karte. Und das war's dann erstmal für unseren Zug. Ich meine, er kann eh nur ein einziges Monster aufs Board legen. Danach geht's halt nicht weiter wegen Kaioshin, ne? Das heißt, er muss wirklich eine gute Möglichkeit haben, um entweder... Naja, er muss eigentlich Legendary Ocean, sondern den Kaioshin wegkriegen. Denn Legendary Oceans habe ich ja zwei, beziehungsweise Omi. Ah! Das hatte er also vor. So einer ist das. Er geht also schon in die Battle Phase. Okay, das ist vollkommen akzeptiert. Nichts dagegen. Ich hoffe, er weiß, dass ich diesen wunderbaren Zorn hier unten noch liegen habe. Spüre ihn! Oh, okay. Jetzt kommt Parametal Force Fusion. Was zur Hölle holt er sich damit? Gott, warte mal, es gibt doch hier diesen einen Alka-Hest, oder wie heißt der noch? Das ist doch, glaube ich, so eine Art, 1000 Eyes Restrict, glaube ich? Der kann doch irgendwas aufsaugen hier, oder? Ich meine schon. Bin ich mir aber jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher. Ich kenne mich mit Metal Force nicht so extrem aus, aber das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes... Oh, okay. Das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Low-Budget-Deck. Nein, Super Quanto, aha, das wiederum ist sehr cool, das gefällt mir. Jetzt bin ich ganz Ohr. Red Layer, Green Layer und Blue Layer. Geben wir ihm... Ich sage, er kriegt Green Layer. Wow! Ich bin so gut. Oh, come on. Heute ist wirklich der Wurm drin. Also Verbindung schlägt hier wirklich heute extrem häufig fehl. Das ist ehrlich gesagt nicht wirklich schön. Also ich bin sicher, das wäre auch ein spannendes Match gewesen. Aber leider nein.